bin Jolly Buster. 98% der Deutschen sollen mich kennen. Also werde ich einfach mal jetzt darüber, was ich mache, mich nicht auslassen. Katharina Nora Wochnitzkova wurde am 23. Oktober 1969 in Prag geboren. Ballonbusen, Piepsstimme, Puppengesicht. So präsentiert sich Dolly Buster alljährlich auf der Venus in Berlin. Hier trifft sich die Crème de la Crème der Erotikbranche. Hier ist Dolly Buster ein gefeierter Weltstar. Dolly bringt einfach Glamour ins Spiel. Das Mädchen aus Prag wusste schon sehr früh, was es will. Als ich schon bereits 3 Jahre alt war, ich wusste nicht, dass es Erotikfilme gibt oder geben wird. Zu dem Zeitpunkt hat es sie zumindest in Tschechien gar nicht gegeben. Ich stand da, hatte einen Kochlöffel anstatt eines Mikrofons und habe dann irgendetwas reingeplärt, dabei so einen seltsamen Fruchtbarkeitstanz gemacht, den ich im Fernsehen gesehen hatte. Alle Erwachsenen standen um mich herum, lachten sich kaputt und sagten, was machst du denn da eigentlich? Habe ich gesagt, seht ihr nicht? Ich mache Programm, weil ich werde später berühmt werden. Dann ging das eigentlich sehr unspektakulär weiter. Ich bin in Tschechien zur Schule gegangen. Bin dann 1983 nach Deutschland gekommen. Als ich 18 war, bin ich dann in der Diskothek gegangen, bin da rein und bin direkt auch angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, Aktaufnahmen zu machen, so direkt. Ich war allerdings aber auch so zurecht angezogen, dass man mir ein anderes Angebot hätte nicht machen können. Also ich hatte ein Dekolleté und ich hatte die kürzesten Hotpants selbst gemacht, natürlich High Heels von meiner Mutter. Und da habe ich gedacht, weißt du was, das ist doch mal ein Anfang. Endlich, endlich merkt ihr einer was. So sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. Am nächsten Tag geht sie mit dem Fotografen ins Studio. Da führt eins zum anderen. Eigentlich hatte ich damit nichts zu tun, sondern ich habe auf die Location gewartet, bis die frei wird. Da wurde ein Pornofilm gedreht, die waren nicht fertig. Und aus dem Warten heraus hat sich ergeben, dass man mich da angesprochen hatte, hast du nicht Lust, Pornofilme zu drehen? Da habe ich gedacht, na siehst du, Stück für Stück geht's doch alles, passt doch alles. Der Pornoproduzent, der Dolly angesprochen hat, ist Dino Baumberger und heute mit ihr verheiratet. Er ist ein zurückhaltender Typ, man könnte ihn auch für ihren Vater halten. Er vermutete damals in Dolly die geborene Geschäftsfrau. Baumberger tippt richtig. Mit mehr als 30 Filmen wurde Dolly das Zugpferd seiner Firma. Sex mit Drehpartnern hatte Dolly natürlich auch vor den Augen ihres Mannes, dem Produzenten. Ein Problem? Man kann sehr wohl eine Grenze ziehen. Ich bin so, dass ich dann gucke, wie ist das Licht nach Möglichkeit. Bist du denn noch geschminkt oder ist der Lippenstift mittlerweile irgendwo im Dekolleté oder was? Dann ist es natürlich etwas anstrengender und anders. Es macht schon Spaß, man lässt sich auch irgendwo gehen, aber bei weitem nicht so, wie wenn man das eben zu Hause in Ruhe machen würde. Heute leben Dolly und Dino Baumberger in Wesel. Dolly landete hier, weil Dino in Wesel einen Sexshop hatte, bevor er anfing, Pornos zu produzieren. Sie ist froh über die schicksalhafte Begegnung mit ihrem Dino, der ihr den Weg für eine einmalige Karriere ebnete. Ich denke mal, dass ich Glück hatte am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und heutzutage gibt es gar nicht mehr die Sendungen im Fernsehen wie Wahre Liebe, Liebe, Sünde oder Piep, die überhaupt die Plattform einem Erotikdarsteller oder Darstellerin geben, sich zu äußern. Es hat damit zu tun, dass diese Sendungen sehr beliebt waren, gut geguckt wurden, dass aber das Problem da war, gerade bei den Werbungsschaltern, dass die nur sagen Erotik, obwohl die Quote perfekt ist, dass es dann halt eben an viel Geld bei der Werbung hapert. Die blonde Sexbombe gelangt in kürzester Zeit zu enormer Berühmtheit. Ob ihre Eltern wohl damit gerechnet hatten? Mein Vater wusste davon erstmal gar nichts und ich habe mit ihm auch keine großen Diskussionen darüber gehabt. Meine Mutter hat eigentlich gesagt, wenn es ihr in ihrer Jugend möglich gewesen wäre, in Tschechien Aktfotos machen zu können, hätte sie auch gemacht. Aber das gab es da ja damals einfach nicht. Wegen dem Kommunismus war das alles verboten. Also die fand das gut. Und als ich von Filmen gesprochen habe, wusste sie, dass es vermutlich nicht die Lindenstraße ist. Ende der 90er setzt Buster ihrer Karriere als Darstellerin ein Ende. Allerdings nicht aus Rücksicht auf ihren Mann. Ich habe jetzt 1997 bereits wieder aufgehört. Genau an dem Zeitpunkt, als ich gedacht habe, es ist genug. So, ich habe genug Filme gedreht und ich habe genug erlebt. Also ich entwickle mich an diesem Punkt nicht mehr weiter. Und Sex ist halt schön,
auch Sex vor der Kamera, aber ich habe so viel Sex vor der Kamera schon gehabt, dass es mir jetzt nichts mehr gibt. Dolly Buster hat in den letzten Jahren mehrere Kriminalromane veröffentlicht. Sie malt und stellt ihre Bilder aus. Inzwischen ist die Schauspielerin auch hinter die Kamera getreten und produziert ihre eigenen Pornofilme. Eine Erotik-Shop-Kette namens Dolly Buster nennt sie ihr eigen. Sie kennt die Branche mit all ihren Licht- und Schattenseiten wie keine andere. Die Erotikindustrie hat sich sehr verändert, genauso wie sich das ganze Land und die gesamte Wirtschaftslage verändert hat. So ist es heute auch, dass die Produzenten damit zu kämpfen haben, dass die Kunden kein Geld haben. Das, was früher schon zum Vorwurf gemacht wurde, dass die Produktion zu billig sein sollte, was gar nicht der Fall war, das ist allerdings heute in Wahrheit eingetreten. Als man noch die Vorwürfe machte, ja, das ist alles so husch gedreht und kostet nichts, da war es noch teuer. Ich selber habe ja gedreht in Hawaii sogar, in Las Vegas, in Los Angeles, in Afrika. Also das waren ja noch wirklich Produktionen, wo man investiert hat. Und man kann es ja ausrechnen, mit den ganzen Crew und Darstellern da überhaupt hinzufliegen, kostet schon so viel Geld. Heutzutage ist es so, DVDs haben ja im Grunde genommen so einen starken Preisverlust, beziehungsweise sie sind so billig, dass man so teuer, wie wir das gemacht haben, gar nicht mehr drehen kann. Es geht einfach nicht. Viele haben sich das ja auch gar nicht zu schätzen gewusst, wie es ist, wenn man da irgendwo in der Steppe dreht und da hinten kommen Elefanten und so. Aber es war doch irgendwie schön und romantisch und man war ja stolz auf solche Filme. Bin ich ziemlich sicher, dass es wird in der nächsten absehbaren Zeit nicht mehr geben. Neben der schwierigen Wirtschaftslage werden deutsche Anbieter von Erotik im Internet durch die strengen Jugendschutzbestimmungen extrem eingeschränkt. Dolly Buster kommt damit begrenzt klar. Der Jugendschutz ist vollkommen richtig. Im Gegenteil, es geht darum, dass wir ein weltweit Web haben, aber wir haben keine weltweit gleichen Gesetze. Normalerweise müssten wir ja wesentlich strengere Gesetze bekommen, die sich wirklich um das komplette Internet kümmern und nicht nur eben den Deutschen das komplette Angebot kaputt machen. Aber aus Amerika kann sich ja jeder 12-Jährige anklicken. Das kann nicht sein. Also das ist absolut falsch und das finde ich nicht in Ordnung. Wenn ich mir vorstelle, dass in den USA es verboten ist, öffentlich nur mal eine Brustwarze zu zeigen, wie kann es denn sein, dass sich jeder in Deutschland in ein amerikanisches Programm einklicken kann und Pornografie umsonst ohne Jugendschutz gucken darf? Das ist nicht in Ordnung. Und wenn das schon mal geregelt werden würde, glaube ich, könnte es wieder komplett aufwärts gehen. Dolly Buster, ein Kunstprodukt aus Make-up und Wasserstoff? Das weiß sie sehr wohl. Und genau das unterscheidet die Tschechin von anderen Blitzlichtexistenzen. Sie singt, schreibt Bücher und schauspielert. Aber sie behauptet nie, Sängerin, Schriftstellerin oder Schauspielerin zu sein. Bodenständig wie eh und je blickt sie in die Zukunft. Ich sehe mich im Grunde genommen da, wo ich heute auch bin. Wenn es eine Venus geben wird in 10 Jahren, dann komme ich auch wieder hierher. Werde mir das alles mal angucken, ein paar Autogramme geben. Ich denke, ich werde genauso leben wie jetzt.